Guten Tag, also mein Name ist Walter Pioch. Ein Bild muss für mich immer vom Handwerklichen stimmen. Also ich versuche das also bis zur kleinsten Ecke durchzugestalten und baue da natürlich sehr lang. Aber kommen Sie erstmal mit in meinen Arbeitsraum. Dann habe ich hier natürlich wenig Platz, aber wenn ich male, male ich dann immer hier an der Staffelei. Das wird alles ausgelegt, sodass also völlig frei gearbeitet werden kann. Das ist zum Beispiel ein Bild, was jetzt ein Jahr schon auf der Staffelei steht. Dieses Bild ist also zurückzuführen auf ein konkretes Erlebnis. Also dahinter steht eine konkrete Landschaft und auch eine ganz konkrete emotionale Beziehung. Aber das interessiert mich erstmal nur zweitrangig. Ich versuche also erstmal über viele Auseinandersetzungen mit technischen Aufgaben, mit Farbe, Komposition, hell, dunkel, mich langsam zu nähern. Hier sind bestimmt schon 6 Schichten übereinander gemalt, sodass also langsam das Bild gebaut wird. Ich lasse mich da sehr viel von Zufälligkeiten leiten. Viel ist auch vom Gefühl her, kommt also aus dem Bauch heraus. Und ich lasse mich selber überraschen, was dann letzten Endes entsteht. Und von einigen Dingen, die dann entstanden sind, baue ich das Bild dann immer weiter, sodass also in einem langsamen Prozess das Bild letzten Endes gedanklich weitergetrieben wird, ohne dass ich vorher genau weiß, was am Ende dann rauskommt. Da lasse ich mich selber überraschen. Handwerklich muss es gut sein, ansonsten würde ich es dann nie aus dem Atelier rausgeben. Das sind also grafische Arbeiten, die ganz anders entstanden sind. Gegenstandsbezogen, real, deutbar, trotzdem offen für den Betrachter. Diese Arbeit ist in Einzel entstanden. Konkret ist zu sehen, ein Baum, der umgedreht in der Erde befestigt wurde. Man könnte jetzt Gestalten oben reindeuten. Die ganze Arbeit ist das erste Blatt einer 25 Blattreihe, die sich konkret mit gesellschaftlichen Bezügen auseinandersetzt. Hier sind einige Kleinplastiken, zum Teil sind sie beim Plenär entstanden, die sie also gebrannt sind. Bei der Plastik gehe ich genauso vor wie beim Bild. Also ich nehme den Klumpen Ton und versuche dann aus dem Ton, ohne an irgendeinen Gegenstand zu denken, spielerisch was aufzubauen. Also das ist so ein Beispiel. Wenn ich bei der Plastik aufbaue, gehe ich genauso ran wie beim Bild. Ich versuche also dem Betrachter viel Freiheit in der Interpretation zu lassen. Manche sehen hier einen Kopf drin, manche sehen eine Figur drin, manche sehen einen Geist drin. Das ist also völlig frei als Möglichkeit. Mich interessiert die Form, die Formgestaltung und die Auseinandersetzung mit dem Material. Dies ist also auch entstanden bei einem Plenär, das wir gemeinsam vom Oberlausitzer zur Kunstverein durchgeführt haben. Völlig frei erstmal entstanden. Verblüffend könnte man sagen, das ist ein Vogel oder ein japanischer Samurai, also ein Krieger, der hier im letzten Kampf sich befindet. Also der Betrachter hat wiederum völlige Freiheit, sich praktisch mit dem Gegenstand auseinanderzusetzen oder sich nur an der Form zu freuen, die ich ihm anbiete. Beides ist möglich. Bei dieser Figur kann man vielleicht diese Problematik der Freiheit für den Betrachter gut sehen. Na klar ist der Betrachter erstmal frei, aber ich meine, er ist trotzdem nicht alleine gelassen. Er hat ein konkretes Formangebot und dieses Formangebot habe ich natürlich auch mit Gefühlen gefüllt.
sodass er also letzten Endes die Möglichkeit hat, seine eigenen Gefühle zu entwickeln und dabei natürlich frei, ohne dass ich ihm über einen Titel oder über einen konkreten Formzusammenhang bevormunde, letzten Endes seine eigenen Welten zu finden und zu entdecken. Das meine ich, sollte ein Kunstwerk eigentlich tun. Es sollte dem Betrachter viele Möglichkeiten offen lassen, ohne ihn von vornherein zu bevormunden. Dieses Bild, was Sie im Hintergrund sehen, hat wie alle meine Bilder keinen Titel. Ist aber gegenständlicher als viele andere meiner Bilder. Im Hintergrund sieht man die Silhouette vom Marktplatz in Löber. Das ist ein Panoramablick. Damit ist also schon festgemacht, wo dieses Ereignis stattfindet. Die Menschen sind ziemlich abstrahiert, zurückgenommen, sind also keine Individuen. Trotzdem ist der einzelne Mensch festzumachen an einer konkreten Haltung, an einer konkreten emotionalen Ausdrucksgeste. Hier zum Beispiel im Vordergrund eine Kartenspielerin, vielleicht legt sie dieser Mutter mit ihrem Kind die Karten und blickt in die Zukunft. Hier ist ein Pogo-Tänzer vor Feuer. Man hat eine Frau, die völlig das Gesicht verloren hat vor diesem Feuer. Hier sind Menschen, die bewusst die Arme recken gegen irgendetwas oder für etwas. Dagegen eine Gruppe von Menschen, die also wahrscheinlich ihre Degen in dem Feuergarten glühen. Da hinten eine Pferdeherde, die frei über den ganzen Marktplatz rast. Ein Licht scheint aus dem Untergrund rauszukommen. Menschen tragen irgendwelche Dinge, die sie wahrscheinlich aus diesem Untergrund geholt haben. Während das ganze Bild in voller Bewegung ist, gibt es ein Zentrum, das ist dieses. Hier ist eine Figur, die wahrscheinlich ein Dokument entweder unterschrieben hat oder verfasst hat. Der Inhalt oder die Funktion des Dokumentes bleibt dabei völlig offen. Das Bild ist nach der Wende entstanden. In einer Zeit, in der bei uns viel im Umbruch war, vieles war weggebrochen, Neues war noch nicht entstanden. Ich möchte Ihnen jetzt einige Bilder zeigen, die in der letzten Zeit entstanden sind, Malereien, mit denen ich mich befasst habe. Eine sehr alte Arbeit, das ist eine Studienarbeit, die ist 1967 entstanden. Das Bild hier, das ist eine neuere Arbeit. Diese entstand in Görlitz im letzten Plenär. Hier habe ich mich voll mit der Farbe beschäftigt und mit der Stadt Görlitz. Also haben Sie zwar wieder einen realen Hintergrund dieses Bildes, aber eine völlig freie Arbeit. Dieses Bild ist entstanden im Ergebnis eines Ostseeurlaubs. Damit habe ich aber schon viel zu viel gesagt. Ich möchte Ihnen die nächsten Bilder ganz ohne Worte präsentieren. Jeder, der die Bilder sieht, soll freudig diese Bilder betrachten. In der letzten Phase bin ich farbiger geworden. Früher waren meine Bilder sehr dunkel. Das wurde mir immer zum Vorwurf gemacht, wo bei Dunkelheit bei mir nie irgendetwas mit Trostlosigkeit, Ernsthaftigkeit oder Schrecken zu tun hatte. Eine dunkle Farbigkeit ist für mich genauso froh, fröhlich wie jedes andere Gefühl. Trotzdem bin ich bei diesen Bildern malerischer geworden, farbiger geworden und ich denke, das teilt sich dem Betrachter auch mit.